Herzlich willkommen zur neuen Saison der T-Mobile Bundesliga. Kurz ein Überblick über die Situation bei den 10 verschiedenen Vereinen, vom Aufsteiger bis zum Meister. Die T-Mobile Bundesliga. Die neue Saison. 10 Vereine kämpfen um den großen Preis. Cashpoint SCR Altach. Letztes Jahr noch der gefeierte Meister in der Red Sack. Heuer die große Unbekannte. Genau darin könnte der Vorteil der Kicker aus dem Ländle liegen. Die Erwartungen an den Neuling sind niedrig. Eigentlich können sie nichts falsch machen. Ich würde es fast so sehen. Ich glaube, wir haben keine schlechte Auslosung. Wir haben mit 3 Heimspielen starten wir in der Saison. Jeder weiß, dass bei uns im Stadion sehr viel los ist. Die Leute werden sicher zahlreich kommen. Ich glaube fast, dass die ersten 3 Spiele sicher ausverkauft werden sein. Aber sind sie schon reif für die Bundesliga? Ja, ich glaube, wir haben es ja einige Mal schon bewiesen. Ist natürlich jetzt schwierig im Vorhinein zu sagen, aber ich denke schon, dass wir die Reife haben. Wir haben im Cup gegen die Bundesligisten sehr gut ausgeschaut, sind eine Runde weitergekommen gegen Sturm, haben ein Riesenspiel gegen Basching gemacht. Weiß aber natürlich auch, dass der Cup immer eigene Gesetze hat. Aber ich glaube schon, dass wir da was rauslesen haben können und dass wir gerüstet sind. FC Wacker Tirol. Nach dem Abgang von Publikumsliebling Stani Czerczesow führt nun František Straka das Regiment bei den Tirolern. Ein neues Gesicht in der Bundesliga, aber ein Mann mit internationaler Erfahrung. Er hat doch immerhin schon Sparta Prag in der Champions League betreut und würde natürlich auch gerne bei seinem neuen Verein mit seinen Spielern auf Erfolge anstoßen. So sieht er sich selbst. Ich bin ein Trainer, der einen offensiven Fußball predigt. Das bedeutet, dass ich attraktiven Fußball zeigen will für die Fans und ich hoffe, dass uns das gelingt. Mit dieser Strategie soll der FC Tirol wieder in Mode kommen. Und das auch und vor allem durch den Einsatz junger Österreicher, die ja zuhauf im Kader zu finden sind. Das sind einige Jungs, ja. Zum Beispiel Mader, mit dem keiner gerechnet hat und der präsentiert sich ganz gut bis jetzt. Andras Sölzer ist ein guter Fußballer. Ich denke, dass der wahrscheinlich bei ein paar Jahren ein Nationalspieler sein könnte. SK Puntigamma Sturm Graz. Bei den Blackies bleibt in der neuen Saison fast alles beim Alten. Einzige Neuigkeit ist der Trainer. Ex-Amateurcoach Franco Foda, einer der Helden aus erfolgreichen Champions-League-Zeiten, übernimmt das Ruder. Aufgrund akuten Geldmangels bei den Grazern sind die Ziele niedrig und die Erwartungen an die Saison am Boden der Realität angelangt. Unsere Zielsetzung ist absoluter 8. Platz. Das haben wir auch intern so besprochen, weil ich glaube, wir haben uns in diesem Jahr nicht verstärkt. Starten mit -3 Punkten. Insofern sehe ich dieses Ziel als absolut realistisch an. Und wenn man sieht, in den letzten 3 Jahren hat Sturm immer gegen den Abstieg gespielt, obwohl sie sich verstärkt haben. Diesem Jahr haben wir keine Verstärkung. Insofern denke ich, dass der 8. Platz absolut realistisch ist. Ganz ambitionslos sind die Blackies aber doch nicht. Denn das würde ja heißen, dass sich Sturm bei solchen Zielen eigentlich jetzt schon im Abstiegskampf befindet. Und davon will der Neo-Coach nichts hören. Nein, nicht im Abstiegskampf, sondern ich glaube, dass einfach Salzburg wahrscheinlich Meister wird. Aufgrund dessen, weil sie das beste Spielermaterial haben. Austria Wien wird sicher eine sehr gute Rolle spielen und alle anderen Mannschaften werden von 3 bis 10 kämpfen. SV Mattersburg. Die Burgenländer haben eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich. In der Meisterschaft fast bis zum Ende in den Abstiegskampf verwickelt, im Cup dafür bis ins Finale vorgedrungen. Die Devise über den Sommer hieß gesund schrumpfen. Wir haben unseren Kader sicher qualitativ verstärkt, wir haben ihn von der Anzahl her reduziert. Der Trainer gibt als Minimalziel für die neue Saison Platz 5 vor. Aber eigentlich erhoffen sich die Burgenländer mehr. Gerade deshalb sind an die Neuen auch hohe Erwartungen gebunden. Ich hoffe, dass Sedlowski
unsere Abwehr stabilisiert. Holenack im Mittelfeld die Arbeit verrichtet, die man ihm zuträgt. Liebherr GAK. Beim GAK ist aufgrund der Geldprobleme Schmalhans Küchenmeister. In puncto Neuzugänge hat man sich daher vor allem preisgünstig bei Absteiger Admira bedient. Aber gerade auf die Ex-Südstädter Michael Horvath und Rolf Landerl setzt man auch die größten Hoffnungen. Ein Michael Horvath hat gesagt, letztes Jahr auch bei Admira, dass er ist ein sehr guter Spieler und er kann viele Positionen spielen, was für uns sehr wichtig ist. Ein Rolf Landerl hat eigentlich den Zug, er kommt ja auch von Admira, aber hat den Zug auch ein Führungsspieler zu werden. Auch Erik Akoto soll wieder voll einschlagen. Wir werden versuchen, von Anfang an sehr kompakt zu spielen. Jedenfalls, dass wir spielen mit Herz, große Leistungen bringen, jedenfalls kämpferische Leistungen. Und dann genug Punkten, dass wir nicht kommen in Abstiegsgefahr. SK Rapid Wien. Nach Platz 5 in der Vorsaison hofft man bei Rapid heuer wieder auf den Jackpot. Spieler wie Petr Voriszek oder Gernot Plasnecker sollen den Rekordmeister zusammen mit den neuen Youngsters wieder auf Kurs bringen. Ich glaube, dass eben ein junger Spieler oder die jungen Spieler wie ein Donhofer, Sarah oder auch ein Jamie Hofer, Korkmeister sind Spieler, das sind wirklich gute junge Spieler, denen man natürlich auch etwas Geduld geben muss, denn der Druck bei Rapid ist relativ hoch, aber sie haben ein großes Potenzial. Spieler wie ein Voriszek oder Plasnecker, die zu uns gekommen sind, oder ein Bilic sind schon erfahrene Spieler, die Mannschaft mitführen können. Die Ziele werden auch dementsprechend hoch angesetzt. Sicherlich eine bessere Saison zu spielen, vorne mit dabei zu sein, Minimum uns zu qualifizieren für einen internationalen Bewerb. SV Josko Fenster Ried. Für Ried hängen die Trauben nach der überragenden Vorsaison sehr hoch. Wer einmal oben mitgespielt hat, will natürlich wieder dorthin. Druck verspürt der neue Trainer Helmut Kraft allerdings keinen. Überhaupt kein Druck. Im Gegenteil, es ist so, dass die Leistung vom letzten Jahr, weiß jeder, in und um Ried so einzuschätzen, dass es ein sehr tolles Jahr war und dass es ganz schwierig sein wird, so ein Jahr zu wiederholen. Aber wir sind alle, also wir im Verein und die Mannschaft, wir sind positiv eingestellt, dass es wieder möglich ist, das zu erreichen, was letztes Jahr möglich war. Bleibt die Frage, wie groß die Lücke ist, die Top-Torjäger Kuljic hinterlassen hat. Ja, das fand ich am besten nach der Saison, wenn der Damjanovic 15 bis 20 Tore geschossen hat, gibt es keine Lücke. Und wenn er weniger geschossen hat, dann wird natürlich jeder sagen, der Sahnerl geht ab. FC Superfans. Beim immer gerne als Dorfclub bezeichneten FC Superfans setzt der neue Trainer voll auf das Kollektiv. Seine Devise heißt, nur zusammen ist man stark. Wir müssen diese Qualität entwickeln, das ist nicht leicht. 11 Leute bringen, sie müssen denken wie ein und umgekehrt, ein wie andere 11. Und das ist die schwerste Aufgabe von Trainern und da liegt meistens große Reserve. Auch wenn Stützen wie Pichelmann und Voriszek den Verein verlassen haben, will man mit den Neuen wie Thomas Riedl oder Gerald Krajic ganz vorne mitmischen. Man mindestens bestätigen, jeder Sportler, der hat Ambitionen, strebt zum noch höchsten Ziele. Wann wäre das möglich? Das wird schön. Und ich hoffe, wir arbeiten alle zusammen in diese Richtung. Red Bull Salzburg. Bei den Roten Bullen soll die Italien-Connection für deutsche Vita sorgen. Der erfolgreichste Vereinstrainer der Welt, Giovanni Trapattoni, gibt den Takt an. Er und sein Edelassistent Lothar Matthäus haben die Mannschaft über den Sommer kräftig umgekrempelt.
Ich hoffe, dass wir stärker geworden sind. Wir haben ja auch gezielt Spieler geholt, die nicht nur Qualität haben, sondern die auch Erfahrung haben, die auch die richtige Mentalität haben. Im letzten Jahr hat man ja hauptsächlich die Meisterschaft verloren, weil man auswärts nicht die Punkte erzielt hat oder die Siege erzielt hat, mit denen man gerechnet hat. Die Mannschaft muss sich als Einheit präsentieren auf dem Platz und nicht nur in Salzburg, sondern auch in den fremden Stadien. Das Ziel nach all den Investitionen ist vom Arbeitgeber vorgegeben. Wenn man jetzt den Umbruch wieder ansieht, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Trainerbank, dann ist das Ziel natürlich besser zu sein wie im letzten Jahr. Viel bleibt da nicht übrig. Also wir sprechen natürlich von der Meisterschaft. FK Austria Magna. Nachdem beim Meister der Sparkurs Einzug gehalten hat, müssen die Jungen jetzt richtig Gas geben. Ich hoffe, dass der Metz den Durchbruch schafft. Lasnik muss kommen. Schimmer ist top und eine große Hoffnung ist der Philipp Netzer. Der ist vor einer Saison aus Alltag gekommen und zeigt hier unheimliche starke Qualitäten. Scheiße nichts, spielt drauf los und das ist immer wichtig. Interessant wird, wie die Abgänge, vor allem im Sturm, verkraftet werden. Lenz und Ruschwart waren schon große Kaliber. Aber Bichelmann ist für mich ein Top-Stürmer in Österreich und eigner, den werden die Leute kennenlernen. Der Coach weiß zumindest eines jetzt schon, nämlich wo er den Saisonabschluss verbringen will. Wir wollen wieder am Rathausplatz am Ende der Saison stehen. Wir wollen das noch einmal genießen und wir haben noch genug Potenzial und genug Qualität im Kader. Wir könnten das wieder machen. 10 Vereine, 2 Favoriten. Der Herausforderer. Sie haben einen absolut renommierten Trainer mit Trapattoni. Und auf der anderen Seite ist es so, wie du sagst, wenn du jedes Jahr die Mannschaft umtrennst, die Geschichte kennen wir schon von der Austria Magna. Das hat 3 Jahre nicht funktioniert und es ist ein sehr guter Spieler geholt worden und es sind wieder Spieler geholt worden von der zweiten Liga von 1860 München. Ich traue schon in österreichische Bundesligaspieler zu, dass sie das Können haben von 1860 Spielern, die dort in der zweiten Liga spielen. Und das war für mich ein bisschen verwunderlich, wenn man dann gleich in die Champions League gleich 4 Favore sorgt. Aber ich wünsche es ihnen natürlich, weil man sollte eigentlich jedem alles Gute wünschen. Es ist aber so, dass ich glaube, dass einfach von den Wechsel her, bis das alles eingespielt ist, dauert es ungefähr wieder gleich lang wie letztes Jahr und wer weiß, wie sie auswärts jetzt realisieren. Ich glaube eher, dass es schwer wird für Salzburg. Der Titelverteidiger. Die Austria hat ganz gute Leute gekauft. Bichelmann auch dabei und sie haben zwar einige verloren, aber sie haben einen großen Kader gehabt. Es sind sehr viele gute Spieler dort. Ich gehe davon aus, dass der Schaffer nächstes Jahr der Stammtormann wird. Und aufgrund der Vorkommnisse in Salzburg, weil alles umgetrennt wird, glaube ich, dass die Austria wieder eine ganz gute Chance hat. T-Mobile Bundesliga, die Saison 2006-2007. Das war unsere kleine Vorschau und jetzt viel Spaß bei der ersten. Una vecchia terrazza davanti al golfo di Surien. Ja, wie von Hans Krankl prophezeit, der erste Treffer des Abends ist also in Alltag gefallen, aber beinahe hätte es auch hier in Mattersburg schon gekracht. Rapid überlegen in der Anfangsphase und dieser Schuss von Marek Kinzel war der erste Warnschuss für den SV Mattersburg. Rapid sehr offensiv und wie gesagt von Anfang an wirklich die initiativere Mannschaft. Der SV Mattersburg vorerst in die Defensive gedrängt mit 2 Neuen, ja von Anfang an. Gotze Sedlowski, mazedonischer Teamkapitän, der neue Abwehrchef. Und Miroslav Holenjak, der Tscheche, der gemeinsam mit Didi Kübauer im zentralen Mittelfeld spielt. Vorne dann Thomas Wagner und Ilcho Naumoski. Die Mattersburger suchen ja nach wie vor
einen Stürmer, wie so viele österreichische Bundesliga-Clubs. Verletzt auf dem Boden Cem Atan, der hat heute den Vorzug gegenüber Bernd Kainz auf der rechten Mittelfeldseite bekommen. Die Aufstellung von Rapid sehr offensiv, anstelle des nicht spielberechtigten Plasnecker Dober rechts in der Viererkette. Dann Mario Basina im Mittelfeld und vorne zwei echte Sturmspitzen. Marek Kinzel, der hatte schon diese Möglichkeit, und eben der neue Mann aus Kroatien, Mate Bilic. Georg Zellhofer traut sich also doch einiges in diesem ersten Saisonspiel. Noch einmal dieses Foul von Petr Voríšek an Cem Atan. Spielpause also in Mattersburg, deshalb für uns die Gelegenheit, nach Graz weiterzuschauen. Nicht mehr ganz so gut wie in den Anfangsminuten. Dieser Rückpass von Andi Dober und dann Helge Peier gerade noch rechtzeitig aus seinem Tor heraus und klärt vor Thomas Wagner. Mittlerweile verläuft das Spiel hier im Papelstadion ausgeglichen zwischen dem SV Mattersburg und Rapid Wien. Viele Zweikämpfe, vor allem im Mittelfeld, und kaum Strafraumszenen. Didi Kübauer im Zusammenspiel mit dem Neuen, mit Miroslav Holenjak. Und dann wird hier Cem Atan gehalten. Und es gibt Freistoß für die Burgenländer, das Foul von Mario Basina. Ja, da lässt der Kroate einfach den Fuß stehen. Mario Basina und neben ihm der neue Stürmer Mate Bilic. Beim Freistoß Michael Mörz und Christian Fuchs. Und der junge Fuchs, der kann Freistoß schießen. Durchaus gefährlich, Helge Peier, unangenehme Situation für den Tormann, so ein Ball hinein in den Strafraum. Konter der Rapidler allerdings bereits abgefangen. Ja, Helge Peier musste da jetzt schon zum zweiten Mal eingreifen. Michael Mörz verliert den Zweikampf mit Peter Linker. Andi Dober. Voríšek im Zusammenspiel mit Linker. Und jetzt Ilja Namoski gegen Josef Alachovic. Und dann das Foul von Ilja Namoski. Und noch einmal der Freistoß, Christian Fuchs. Da verfehlt ein Mattersburger. Nämlich Ilja Namoski. Aber er irritiert natürlich da den Rapid-Tormann Helge Peier. Helge Peier seit einem halben Jahr Rapid-Kapitän. Das könnte sich in den kommenden Tagen vielleicht ändern, wenn Steffen Hofmann zurückkommt nach Wien-Hütteldorf und vielleicht schon am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Sturm sein Comeback in Grün-Weiß feiert. Eines fällt auf, beide Mannschaften sehr gut organisiert und deshalb wenig Platz für die Offensivreihen. Ja, ja, liebe Rapid-Fans, Wien grüßt seine Bauern, aber bedenkt, ohne Bauern keine Schweine, ohne Schweine keine Wiener Schnitzel-Mahlzeit. Michi Mörz auf Cem Atan. Er setzt sich durch. Polenjak. Die Flanke vorbei, da kommt Ilja Namoski und auch hier fällt ein Tor. Nein, das gibt's ja nicht. Thomas Wagner mit der Riesenmöglichkeit, Mattersburg in Führung zu bringen. Noch einmal. Der Schuss von Namoski. Kein Abseits von Wagner. Und da hat er einfach auch Pech. Hier ist kein Tor gefallen, aber in Graz, wer führt, Gerfried Brünn? Ja, aber beinahe hätte es auch hier gekracht. Marek Kinzel mit seiner dritten Möglichkeit und dieser Kopfball
geht nur ganz knapp am Mattersburger Tor vorbei. Allerdings Mattersburg in den vergangenen 20, 25 Minuten ganz klar hier die spielbestimmende Mannschaft. Rapid hätte hier das Spiel auf den Kopf gestellt. Dabei hat Georg Zellhofer eine wirklich offensiv ausgerichtete Mannschaft aufs Feld geschickt. Franz Lederer, der wollte ja in der Sommerpause auf Viererkette umstellen, dann hat sich allerdings Adnan Mrawac verletzt, hat sich den Mittelfußknochen gebrochen, wird erst Mitte August wieder zurückkehren ins Mannschaftstraining und deshalb spielt er mit einer Dreierkette und angeschlagen ist jetzt Bernhard Brucker, der Salzburger Schiedsrichter dieser Begegnung. Da hat er offensichtlich Probleme mit seiner Kontaktlinse. Bislang hatte er auf alle Fälle hier den absoluten Durchblick. Jetzt Michael Mörz auf Ilchan Amoski und der steht im Abseits. Ja, und das ist wohl eine Fehlentscheidung. Josef Alachowicz rückt da etwas zu spät heraus. Kein Abseits und da wäre Namoski ganz allein auf Helge Peier im Rapid-Tor zugelaufen. Peter Dinker gefault von Didi Kübauer. Und der sollte aufpassen, bekommt jetzt von Bernhard Brucker die gelbe Karte präsentiert. Helge Peier ist auch aus seinem Tor herausgekommen, um mit seinem Kapitänskollegen ein kleines Plauschern zu halten. Ich weiß nicht, warum sich Didi Kübauer hier aufregt. Ganz klare gelbe Karte, keine Diskussion. Der Didi hat sich wieder beruhigt und das Spiel läuft weiter. Martin Hieden, der Rapid-Abwehrchef. Marek Kinzel. Das Tor hätte nicht gegolten, das soll ein Foul von Marek Kinzel gewesen sein. Und auch der Tscheche im Rapid-Trikot bekommt jetzt von Schiedsrichter Brugger die gelbe Karte. Bereits die dritte gelbe Karte in diesem Spiel. Zwei Mattersburger verwarnt, Holenjak und eben Kübauer und jetzt auch Marek Kinzel, weil er hier zu energisch in diesen Kopfball gegangen ist. Der Schuss von Garic an die Stange bereits vorher abgepfiffen und das dritte Tor bereits in Alltag. Wer führt, Erichauer? Die hatten gerade eine Riesenmöglichkeit durch Thomas Wagner. Hier, Didi Kübauer, er kämpft den Ball gegen Peter Linker. Dann spielt er diesen Traumpass auf Thomas Wagner, der ist nicht im Abseits. Und er bringt dann den Ball nicht im Rapid-Tor unter. Unglaublich. Der tolle Pass von Kübauer. Und Thomas Wagner vergibt seine zweite hundertprozentige Möglichkeit in diesem Spiel. Mittlerweile hätte sich die Mannschaft von Franz Lederer diesen ersten Treffer mehr als verdient. Mittlerweile also glücklich das 0:0 für Rapid. Insgesamt zwei Minuten werden nachgespielt und jetzt hat auch Rapid die Möglichkeit. Thomas Borenic heraus aus seinem Kasten. Schneller als Petr Voriszek. Es ist ein durchaus flottes, ein gutes Fußballspiel hier im Babelstadion vor toller Kulisse. Knapp 15.000 Zuschauer sind auf alle Fälle hier. Bilic auf Kinzel. Noch einmal Mate Bilic legt sich da den Ball aber etwas zu weit vor und dann kommt Borenic diesmal nicht aus seinem Tor raus. Missverständnis zwischen dem Mattersburger Goalie und Jürgen Patoka. Noch eineinhalb Minuten. Jörg Garic, der soll ja vielleicht nach Italien wechseln, zum AC Torino. Entscheidung in den nächsten Tagen. Super!
Kuldoba, abgeblockt der Ball von Ilcan Amoski. Immer wieder Bilic, viele Ballkontakte für den neuen Rapid-Stürmer in diesem Spiel. Da wird er abgedrängt von Cemata. Und der Konter der Mattersburger bei Ilcan Amoski wird verfolgt von Markus Katza. Geht hinein in den Strafraum, guter Pass zurück auf Michael Mörz. Und es gibt noch einmal einen Eckball für die Mattersburger. Dritter Eckball für Michael Mörz und Kollegen. Es wird also noch einmal gefährlich für Helge Peier und seine Rapidler. Vielleicht die letzte Aktion vor der Pause. Der Eckball von Michael Mörz. Thomas Wagner legt zurück und die nächste tolle Möglichkeit. Was vergeben die Mattersburger für Chancen? Jetzt auch der zweite burgenländische Stürmer, Ilcan Amoski. Gewinnt zunächst das Kopfballduell, dann macht das Wagner geschickt, spielt den Ball zurück. Aber Amoski weit übers Tor. Und das war eine turbulente, eine sehenswerte erste Spielhälfte hier im Mattersburger Pappelstadion. Ja, und hier hat Ilcan Amoski jetzt vielleicht die erste Möglichkeit in der zweiten Spielhälfte. Amoski zurückgelegt auf Christian Fuchs und Helge Peier. Nächste tolle Möglichkeit für die Mattersburger. Bereits die dritte in diesem Spiel, die erste jetzt nach dem Seitenwechsel. Auch nach der Pause Mattersburg wesentlich gefährlicher als der Rekordmeister. Thomas Wagner, der hatte 200% vor der Pause, aber hier steht es nach wie vor 0:0. Und in Ried ist jetzt vielleicht sogar schon die endgültige Entscheidung gefallen, Charlie Leitner. Ja, Tore in Ried, Tore in Altach, Tore in Graz. Nur hier in Mattersburg steht es noch 0:0 beim Duell zwischen Mattersburg und Rapid. Aber es ist ein wirklich gutes Fußballspiel. Noch einmal diese tolle Möglichkeit durch Christian Fuchs, vorbereitet von Ilcan Amoski, der sich hier gegen Martin Hieden durchsetzt. Aber dann fällt der Schuss von Fuchs vom Elfer einfach zu schwach aus. Aus dieser Möglichkeit muss ein Nationalspieler ganz einfach mehr machen. Hier in Mattersburg hat die zweite Hälfte mit etwas Verzögerung begonnen. Das liegt daran, dass Schiedsrichter Bernhard Brucker sein Trikot gewechselt hat. Vor der Pause trug er schwarz. Jetzt ist er in mehr oder weniger dezentes Gelb gehüllt. Mit seiner Kontaktlinse ist auch wieder alles in Ordnung. Beide Mannschaften im Übrigen unverändert aus der Kabine gekommen. Unverändert auch, dass die Mattersburger einfach aggressiver in die Zweikämpfe gehen. Rapid hatte vor der Pause mehr Ballkontakte, aber Mattersburg wesentlich torgefährlicher. Marek Kinzel, diesen Ball erwischt er noch vor der Outlinie. Gegen Ratajczyk. Andi Dober kommt zur Hilfe und beinahe wäre da der neue Stürmer an den Ball gekommen. Mate Bilic. Guter Einsatz von Kinzel, der diesen Ball noch erläuft. Dann der aufgerückte rechte Verteidiger Andi Dober. Und dann wird der Ball noch von einem Mattersburger, von Gotze Sedlowski, dem neuen Abwehrchef, abgefälscht. Und deshalb gibt es Eckball für Rapid. Dritter Corner für die Hütteldorfer. Petr Voryshuk. Voronec wird bedrängt, wird gefoult. Und deshalb gibt es Freistoß für die Mattersburger aus dem eigenen Strafraum heraus. Rapid startet also heute in Mattersburg in die neue Saison. Das erste Heimspiel, das gibt es dann am kommenden Sonntag im Hanapi-Stadion live und exklusiv bei Premiere. Rapid ist Gastgeber für den SK Puntigamer Sturm Graz. Und vielleicht ist ja da schon Steffen Hofmann wieder dabei. Andi Dober, gutes Zweikampfverhalten des Verteidigers, aber dann bleibt er doch hängen an Christian Fuchs. Und der wird gefault. Unterbrechung also hier in Mattersburg und deshalb schauen wir in den äußersten Westen Österreichs nach Altach. Denn hier gibt es einen Freistoß für Rapid. Martin Hieden, der Abwehrchef, genau in die Mattersburger Mauer. Walachowicz, Ball bleibt in den Reihen
der Hütteldorfer, aber nicht lange. Nach wie vor Mattersburg nach einer guten Stunde ganz klar die spielbestimmende Mannschaft. Und das liegt wohl auch am Abwehrchef Gotze Sedlowski, mazedonischer Teamkapitän, hat vor kurzem die gelbe Karte gesehen, ein routinierter Mann, hat schon in England gespielt, bei Sheffield Wednesday zum Beispiel, in Kroatien bei Dinamo Zagreb und Hajduk Split, auch in Japan und zuletzt bei Diyarbakırspor in der Türkei. Jetzt aber vielleicht einmal Rapid gefährlich, Abseitsstellung von Marek Kinzel. Ja, den Durchblick, den sollte man haben, den hat auf alle Fälle unser Premiere-Experte Heribert Weber, der Rapid-Ehrenkapitän, heute Gast im Pappelstadion. Ja, ja, unsere Experten verbringen jede freie Minute auf dem Fußballplatz. Garic auf Bilic und der wird gefault. Mati Bilic ist viel unterwegs, ein quirliger Stürmer. Und Mario Basina gegen Michael Mertz. Markus Katzer kommt immer wieder jetzt mit nach vorne auf der linken Seite. Versucht mehr für das Offensivspiel seiner Mannschaft zu tun. Jetzt in der zweiten Spielhälfte und das ist auch notwendig. Nicht mehr ganz so viel Tempo in der Partie wie vor der Pause. Das ist kein Wunder. Es ist so richtig heiß im Burgenland. Und wieder der weite Pass über ganz Österreich hinweg von Mattersburg nach Altach. Denn hier gibt es wieder einmal einen Freistoß, diesmal für die Mattersburger. Wer schießt? Michael Mertz, Didi Kübauer und Christian Fuchs stehen beim Ball. Es dürfte wohl Mertz schießen, so ist es. Abgefälscht von der Mauer, da reklamieren sie Handspiel. Aber Schiedsrichter Brugger lässt weiterspielen und ich denke völlig zu Recht. Juri Garic im Zweikampf mit Kübauer. Zu ungenau der Pass, kein Foul. Und Sedlowski aus der eigenen Abwehr heraus. Auf Thomas Wagner, der sich jetzt immer wieder zurückzieht, um sich die Bälle aus dem Mittelfeld zu holen. Jetzt aber der Fehlpass, guter Einsatz von Markus Katzer. Beide Mannschaften sind hier mit dem Unentschieden nicht zufrieden in dieser Phase des Spiels. Und das ist schön für uns neutrale Beobachter. Beide versuchen jetzt nach vorne zu spielen. Mittlerweile das Spiel wieder ausgeglichen. Mate Bilic, der bemüht sich. Und wir schauen noch einmal auf den Freistoß. Hier Garic mit der Hand am Ball. Aber das war natürlich kein absichtliches Handspiel, da ging die Hand natürlich nicht zum Ball und deshalb die Entscheidung von Schiedsrichter Brugger völlig regelkonform hier keinen Elfmeter zu geben. Wieder Mate Bilic am Boden, gestoßen von Gotze Sedlowski und jetzt gibt es wieder einen Freistoß für die Rapidler. Noch ist dieses Spiel torlos. Aber es ist ein 0:0 der besseren Art. Nicht so sehr für Georg Zellhofer und seinen Assistenten Roman Pivanik, sehr wohl aber für die Mattersburger. Aber jetzt Freistoß für die Rapidler durch Mario Basina. Patoka per Kopf und jetzt läuft der Mattersburger Konter. Über Cematan, der wird gelegt von Mario Basina. Der Kroate kommt da zu spät und ist jetzt der zweite Rapidler, der verwarnt wird.
völlig zurecht, ohne Chance auf den Ball. Gelbe Karte für Mario Basina. Noch keine Wechsel in diesem Spiel, aber jetzt kündigt sich der Erste an. Franz Lederer mit letzten Anweisungen für Markus Haneke. Der Mattersburg-Trainer bringt also einen neuen Stürmer. Und wir schauen wieder vom Burgenland nach Vorarlberg. Ja, auch hier hat jetzt die Zeit der Wechsel begonnen. Der erste Tausch bei Rapid, Djedjgaric aus dem Spiel. Und da kommt mit der Nummer 14 Ümit Kurmaz von den Amateuren Tor in Graz in die Kampfmannschaft geholt und damit gleich wieder der Rückpass nach Graz. Und hier also bei Rapid mittlerweile im Spiel Ümit Kurmaz in seinem ersten Bundesligaspiel. Der junge Mann, 23 Jahre alt, bei Mattersburg zwei neue Spieler. Markus Haneke ist gekommen für Ilcho Namoski und Bernd Kainz für Cem Atan nun in der Partie. Freistoßmöglichkeit wieder einmal für Rapid. Mario Basina jetzt als aufpassen auf Marek Kinzel, das übernimmt der neue Mann, das übernimmt Markus Haneke. Josef Alakovic zieht einmal ab und trifft genau Jürgen Patoka. Mattersburger Verteidiger geht da kurzfristig hoffentlich nur K.O. Aber ich bin mir sicher, der steht gleich wieder. Ein Schuss von Josef Alakovic genau auf den Kopf von Jürgen Patoka. Tor in Graz. Na, dann schauen wir halt wieder zu Gerfried Pröll. Ja, ich weiß nicht, wer es gewinnt, aber Mattersburg ist auf alle Fälle in der 87. Spielminute mit 1:0 in Führung gegangen. Und er ist der Torschütze, Eigentorschütze, Peter Linker. Der Freistoß von der rechten Seite, Christian Fuchs und dann unglücklich Peter Linker ins eigene Tor. Keine Abwehrmöglichkeit für Helge Beyer. Hier Linker mit dem linken Fuß am Ball. Er ärgert sich natürlich und bringt mit diesem Eigentor Mattersburg in Führung. Und vielleicht Franz Lederer und seinen Burgenländern den Auftaktsieg gegen Rapid. Es fehlen nur noch knapp 2 Minuten bis zur 90. Minute. Und diese Führung der Mattersburger geht, auch wenn sie ein Rapidler erzielt hat, in Ordnung. 1:0 Mattersburg, 2 Minuten noch zu spielen in der regulären Spielzeit und wir schauen wieder nach Altach. Das Vorhaben auch die nächsten beiden Vereine, nämlich Mattersburg und Rapid. Die Burgenländer wollen international vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen und auch in der Bundesliga sich eher nach oben orientieren. Platz 5 ist das erklärte Saisonziel. Für Rapid wäre Platz 5 wahrscheinlich schon eine mittlere Katastrophe. Doch leichter das nicht. Georg Zellhofer gleich zum Anfang hat er Aufstellungsprobleme. Da gibt es das Theater rund um Thonhofer und Plasnecker bezüglich der Spielfreigabe. Und dann war Marek Kinzel kurzfristig auch angeschlagen. Und ja, Willi Kavlak und Jimmy Hoffer, die spielen sehr gut, sind gut in Form. Allerdings bei der EM, bei der U19-EM in Polen. Das heißt, ein guter Anfang schaut wahrscheinlich anders aus, oder Thomas Dogeschütz? Naja, zwei neue stehen ja in der Startformation Rapids. Mittelfeldspieler Petr Voriszek vom FC Superfund gekommen und der 30-jährige Kroate Mate Bilic, der zuletzt in der zweiten spanischen Liga gespielt hat, ein schneller, quirliger Stürmer. Dass bei Mattersburg Didi Kübauer dabei ist, ist erst seit gestern klar. Da hat der Bundesliga-Strafsenat den Kapitän der Burgenländer nach dessen Ausschluss im Testspiel gegen Hartberg nur für 2 Spiele bedingt gesperrt. Tolle Kulisse auf alle Fälle im Pappelstadion, 15.000 Zuschauer sehen das Duell Grün-Weiß gegen Grün-Weiß, wobei die Rapidler in den neuen blau-roten Auswärtsdressen spielen mit 2 echten Spitzen. Dahinter Mario Basina und der gibt auch den ersten Torschuss in diesem Spiel ab. Rapid also von Georg Zellhofer offensiv eingestellt. Garic schlägt ab auf Marek Kinzel. Leicht angeschlagen, der Tscheche aber hochmotiviert in diesem Spiel. Nach einer Viertelstunde dann der Angriffselan der Rapidler vorbei. Mattersburg auf einmal stärker. Foulspiel Mario Basina gegen Cem Atan. Der hat den Vorzug gegenüber Bernd Kainz rechts im Mittelfeld erhalten. Und der Freistoß durch Christian Fuchs. Gefährlich hinein in den Strafraum und Helge Peyer in höchster Not.
irritiert der Rapid-Tormann in dieser Szene von Mattersburg-Stürmer Ilcho Namoski. Gefährliche Situation für die Rapidler. Je länger das Spiel dauert, umso überlegener wird Mattersburg. Michael Mörz im Zusammenspiel mit Cem Atan. Dann Miroslav Holenjak, der neue Mann aus Tschechien. Und da ist Ilcho Namoski, der zieht ab, Bayer hält und dann Thomas Wagner. Das gibt's ja nicht. Der bringt diesen Ball nicht im Rapid-Tor unter. Tolle Möglichkeit für die Mattersburger, aber in der Zeitlupe ist dann zu sehen, dieser Ball war für Thomas Wagner gar nicht einfach zu nehmen. Auf alle Fälle die erste große Möglichkeit in diesem Spiel für die Mattersburger. Vergeben von Thomas Wagner zum Ärger von Franz Lederer. Nächster Freistoß auf der anderen Seite, getreten von Mario Basina. Und da ist wieder Marek Kinzel und da hat auch ganz und gar nicht viel gefehlt. Tolle Möglichkeit für Rapid. Gefährlicher Freistoß von Mario Basina und dann gewinnt Kinzel das Kopfballduell gegen den zurückgeeilten Ilcho Namoski. Mattersburgs Abwehr aber im Großen und Ganzen vom neuen Abwehrchef, vom mazedonischen Teamkapitän Goce Zedlowski, gut organisiert. Nur selten die Rapidler gefährlich wie hier durch Markus Katzer. Dann fehlt Schiedsrichter Bernhard Brucker nur kurzfristig der Durchblick, weil er Probleme mit einer Kontaktlinse hat. Allerdings nicht so große, um nicht ganz klar zu erkennen, dass Didi Kübauer für dieses Foul an Peter Linker gelb zeigen muss, auch wenn der Mattersburg-Kapitän das ganz und gar nicht so sieht. Kurze Aufregung, aber dann beruhigen sich die erhitzten Gemüter wieder. Und dieser Freistoß von Martin Hieden. Marek Kinzel im Zweikampf mit Ratajczyk, da kommt der Pfiff des Schiedsrichters schon vor dem Schuss von Juri Garic an die Stange und die gelbe Karte auch für Marek Kinzel, der da zu energisch in diesen Zweikampf mit Krzysztof Ratajczyk geht. Ein Aufbaufehler bei den Rapidlern. Linker verliert den Ball an Kübauer. Herrlicher Pass. Genau in den Lauf von Thomas Wagner. Und der hat die nächste tolle Möglichkeit. Vergibt aber erneut. Mattersburg schlicht und einfach gefährlicher. Kübauers guter Einsatz gegen Peter Linker. Der perfekte Pass auf Thomas Wagner. Der lässt aber diese Möglichkeit aus. Zweite tolle Möglichkeit in diesem Spiel für die Mattersburger. Wieder durch Thomas Wagner. Wir sind bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Mario Basina auf Peter Voriszek und dann Thomas Borenic rechtzeitig aus seinem Kasten heraus. Keine Tore, aber ein durchaus flottes, interessantes Spiel im Pappelstadion. Und die letzte Möglichkeit in Hälfte 1 haben die Mattersburger. Nach einem Eckball von Michael Mörz, Ilcho Namoski per Kopf, dann Thomas Wagner legt geschickt ab auf Namoski. Der trifft aber dann nicht mit seinem Schwächeren, mit dem linken Fuß. 0:0 also der Pausenstand in einem interessanten, in einem flotten Spiel, dem einfach nur die Tore fehlen. Mattersburg allerdings ganz klar besser als Rapid. Auch nach dem Seitenwechsel Mattersburg gefährlicher. Viel Platz für Ilcho Namoski. Der geht in den Zweikampf mit Martin Hieden. Setzt sich durch, spielt den Ball geschickt zurück auf Christian Fuchs, aber dessen Schuss zu zentral, zu schwach, genau auf Helge Peier. Rapid selten gefährlich vor dem Mattersburger Tor. Marek Kinzel, guter Einsatz, er läuft diesen Ball noch. Dann Andreas Dober, der rechts in der Viererkette spielt, abgefälschter Ball und Bilic verfehlt nur knapp. Mate Bilic, der läuft viel, bewegt sich viel, spielt aber glücklos. Genauso
wie Marek Kinzel. Ein kampfbetontes Spiel in Mattersburg, aber durchaus fair verläuft diese Partie. Wieder Voreschek. Je länger das Spiel dauert, umso offensiver wird Dober. Gute Flanke hinein in den Strafraum. Und da ist er, Mate Bilic. Seine beste Aktion bisher in diesem Spiel, bereits knapp vor dem Ende. Dann dieses Foul von Mario Basina am eingewechselten Bernd Kainz. Freistoß für den SV Mattersburg. 3 Minuten vor dem Ende, Christian Fuchs, und da ist der Ball im Tor. 87. Minute, 1:0 für Mattersburg. Und der Torschütze ist Peter Linker mit einem Eigentor. Unglücklich diese Situation für die Rapidler. Der gut getretene Freistoß von Fuchs. Und dann bekommt Linker den Ball auf den Standfuß. Keine Abwehrmöglichkeit für Helge Peyer. Den Mattersburgern ist egal. Sie führen durch dieses erste Eigentor dieser Saison mit 1:0 und sind dem Sieg ganz nahe. Georg Zellhofer kann es nicht fassen. 3 Minuten vor dem Ende, seine Mannschaft mit 0:1 im Rückstand. Dann im Angriff, und dann ergeben sich natürlich in der Nachspielzeit Kontermöglichkeiten für die Mattersburger. Michael Mörz auf Thomas Wagner. Und da kommt Miroslav Holenjak. In der Nachspielzeit die erste Torchance für den neuen Mann aus Tschechien. Für seinen neuen Club, für den SV Mattersburg. Marek Kinzel mittlerweile ausgewechselt. Dieser Blick sagt mehr als 1000 Worte. Und das ist dann der Schlusspfiff von Schiedsrichter Bernhard Brucker. Mattersburg gewinnt erstmals ein Heimspiel in der T-Mobile-Bundesliga gegen Rapid. Nach dem Freistoß von Christian Fuchs und dem Eigentor von Peter Linker. Endstand 1:0 für den SV Mattersburg. Matthias Volkmann mit den Stimmen zum Spiel. Jeder spricht davon, wie wichtig ein Auftaktsieg ist. Franz Lederer, wie viel bedeuten diese heutigen 3 Punkte für Sie? Sehr viel, weil ich glaube, wir haben sie uns verdient. Wir haben wirklich 90 Minuten alles dafür getan, sind dann durch ein vielleicht kurioses Tor belohnt worden, aber jeder fängt gern mit einem Sieg an, und bin überglücklich, dass wir dieses Jahr auch mit einem Sieg anfangen. Jetzt sagen Sie, man hat den Sieg gewollt, aber was war letztlich wirklich der Schlüssel zum Erfolg? Ja, ich glaube, der Wille, weil meine Mannschaft hat immer versucht, nach vorne zu spielen. Rapid hat sich begnügt, mit hinten gut zu stehen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Sie waren gut organisiert und haben dann halt gehofft auf Konter oder auf einen Fehler von uns. Und dann ist aber unser Spiel, glaube ich, dafür umso mehr belohnt worden, wenn man wirklich die Courage und den Mut hat, nach vorne zu spielen. Um jetzt ein kleines Haar in der Suppe zu suchen, Mattersburg hat ein Eigentor von Rapid benötigt, um das Spiel zu gewinnen. Inwiefern ärgert Sie denn das? Überhaupt nicht, weil wer ja die Chancen erste Halbzeit gesehen hat von Schutti Wagner, Wilczanomowski, also der Ball muss ins Netz und wie, das ist wurscht. Ein Saisonauftakt, der sehr lange 0:0 gestanden ist, und dann Helge Peyer ein unglückliches Eigentor. Was sind denn die ersten Gedanken, die Ihnen jetzt so durch den Kopf sausen? Katastrophal, genauso wie beim Cup aus letztes Jahr. Wir stellen uns bei den Flanken von der Seite einfach sowas von deppert an. Und so passieren dann die Tore. Obwohl es jetzt ein bitteres Eigentor war, ganz ehrlich, waren die Mattersburger nicht auch für Sie über das ganze Spiel gesehen die gefährlichere Mannschaft? Ja, ist mir jetzt relativ egal. Natürlich haben sie mehr Torchancen gehabt, aber das Spiel war im Großen und Ganzen kampfbetont und nicht so mit spielerischen Elementen. Aber man muss ja noch gratulieren, wenn man das Tor am Schluss macht, hat man den Sieger verdient. Was ist denn jetzt das Positive, wenn es was gibt, was man vom Saisonauftakt mitnehmen kann? Na, positiv ist fast alles bis aufs Ergebnis. Wir haben uns wirklich als gesamte Mannschaft präsentiert, auch wenn das Ergebnis nicht passt hat. Unglücksrabe Peter Linker sorgte also mit dem Eigentor für den Sieg von Mattersburg.